Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Fahrenheit. Wir befinden uns hier auf dem Schießplatz im Polizeirevier, denn wir sind, wie sind wir denn? Wir sind ja zum ehemaligen Ermittler von dem vorigen Fall. Ne? Kirsten, war es Kirsten? Ich glaube ja. Und der ist hier auf dem... auf den Schießplatz. Und ich ahne, Entschuldigung, wenn das jetzt hier so wackelt, das ist die Kameraperspektive gerade hier, und ich ahne, was passieren wird, denn wir werden wahrscheinlich auch noch schießen müssen, oder? Hallo. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay. Gerne. Na toll. Na toll. Muss ich hier hin, oder? Ja, weil hier die Waffen ist. Okay. Und das mit Cursor. Alles klar. Oder ist es wieder... mit Cursor, mit Controller. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Ach, hör auf, vor mir. Drücken Sie die R-Taste zum Verwussten. Die R-Taste. Drücken Sie die RS-Taste zum Nachladen. Was? Was ist denn die R- und die RS-Taste, bitteschön? Töten Sie Terroristen um... Das ist total kompliziert. Muss ich irgendwann nachladen? Glaube ja, ne? Scheint nicht der Fall zu sein, dass ich nachladen muss. Huch! Oh. Ich hab doch nicht so viel. Wie ist denn. Huch! Wie kann ich denn nachladen? Ach so. So. Ja. Ah, du nicht. Du aber. So. Du. Ihr werdet immer schneller, kann es sein? Ihr werdet immer schneller. Wow. Also ich glaube, mit Maussteuerung wäre das jetzt besser gewesen für mich. Boah. Ja? Och, Leute. Also, das ist nicht machbar für mich. Und? Guckt doch mal, wie schnell das abhaut. Sie haben es aber drauf. Oh, danke. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen können. Wow. So schlecht, nicht wahr? Sie über den Kirstenfall wissen? Alles, alles. Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt. Ja. Als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und ersticht ihn brutal. Fand man den Mörder? Er rührte sich nicht vom Fleck. Er blieb neben dem Opfer auf dem Boden sitzen, so als warte er auf uns. Okay. Völlig leerem Gesichtsausdruck. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann. Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn er Chirurg wäre. Okay, andere Elemente. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was.
Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Okay. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder sowas. Kennen wir. Das war's? Was machen wir jetzt? Müssen wir nochmal schießen? Sieht so aus. Warum müssen wir nochmal schießen? Ach komm! So. Oder ist das jetzt die zweite Stufe, damit wir mehr von ihm erfahren, weil wir so richtig imber und cool sind? Na, bleib stehen. So. Wir können aber schnell nachladen, ne? Wie können einige Leute wirklich mit einem Controller Shooter spielen? Ich meine, das geht doch nur mit einem Aimbot, oder? Also hier mit Zielhilfe, nicht mit einem Aimbot. Weil das kann doch nicht so feinmotorisch funktionieren. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Ja. So. Jetzt wird's wieder schneller. Oh, ich sollte nicht so viel daneben schießen. Wenn möglich jedenfalls. Ja. Och komm. Wie soll ich das schaffen? Oh, ich habe genug Zeit rausgearbeitet. Scheinbar. Oh, guckt euch das doch an. Na, den krieg ich sowieso nicht. Na? Oh. Never. Okay, lass mal das. Exzellenter Schuss. Na super. Sie sind ein Naturtalent. So, Untersuchung. Sie stellten die Untersuchung dann sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Genau. Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere okay. Mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. 3 Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Okay. Die Morde stehen miteinander in Beziehung. Könnte sein. Auf jeden Fall war die Vorgehensweise stets identisch. Durchtrennen der Herzarterien, und zwar sehr präzise, und dann Verstümmelung der eigenen Arme. Und der Mörder dieses Kirsten, was wurde denn aus dem? Er heißt Janos. Der wurde verrückt. Er sitzt seitdem in der Anstalt. Okay. Und Ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt. Fanden Sie was heraus? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Oh, nochmal schießen? Wir schießen nochmal. Wir schießen nochmal. Oder auch nicht. Ich hatte gute Arbeit geleistet und alles getan, was Carla von mir verlangt hatte. Ein kleines Basketballspiel war jetzt genau das Richtige. Ja. Zu relaxen und eine Rechnung mit Jeffrey zu begleichen. Ja, 200 Ocken. Komm, das schaffen wir. Da, da, da. Wir wärmen uns auf.
Das ist wieder Musik und damit wird alles getaggt werden. Yeah, yeah, yeah. Da, da, da. Auf die Plätze, oder? Bam, 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 bam. Okay, $200 Einsatz. Der zuerst 10 Punkte macht, gewinnt und kriegt's Moos. Sind okay. Wir uns einig? Na klar. Dann sagt er den Kröten schon mal ciao. Abwarten. Also dann. Weil ich ja so fair bin, werde ich dich anfangen lassen. Okay. Ich treff dich. Alter Daus. Das war zu dolle. Bam, 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 bam. Ha! Frisch Schnee, Jeffrey. Jawoll! Du solltest die Disziplin wechseln. Wie wär's vielleicht mit Schach? Da bam 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 bam. Oh super! Dam bam bada bam ba 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 da ba 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 ba. Ich hab'n! Ja! Trotz daneben gedrückt. Da, 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 da. Ah, jetzt wäre aber richtig warm. Jawoll! Wow, wow, wow. Da, 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 da. Wow! Na, ja! Da, dam, 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 dam. Bau, 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 bau. Ich will das nicht verlieren. Yes, ja, wenn das keine Glanzleistung war. Tja. Bau, bau. Bau, 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 bau. Oh, wir waren fehlerfrei. Yeah! Das war eben gerade fies. Und noch ein Körbchen. Ein Körbchen. Yeah! Dun, 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 dun. Ja, ja, ja! Jawoll! Yeses! Da, 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 da. Umgeht die Verteidigung und Treffer! Na, wenn das kein Talent ist! Keine Sonne hat er gesehen. Für den weißen Bullen schlägst du dich tapfer. Du dich aber auch. Alle Achtung! Wusstest wohl nicht, dass ich Amateurspieler war. Tja, deine Piepen kannst du vergessen. Du bist ein verdammtes Arschloch. Weiß ich. Deswegen kannst du mich ja so gut leiden. Weiße Männer können nicht springen, heißt die Errungenschaft. Genial. White Man Can't Jump. Ein schöner Film mit Wesley Snipes und Woody Harrelson. Heieiei, was werden wir denn jetzt hier machen? Was werden wir denn hier machen? Das ist eine gute Frage. Wir werden zumindest erstmal gucken, was Carla macht. Carlas Wohnung. Ui. Sie duscht. Ich habe nichts gesehen. Es klingelt. Die ist ja nackig.
Dein Telefon. Okay. Dann werden wir mal schnell mal gucken. Wenn es schon bimmelt, sollten wir auch hingehen. Wo? Nee, wo ist das hier? Da drüben steht's, ne? Da. Nee. Hä? Wo ist denn das Telefon? Sag mal, bin ich bekloppt? Ich sehe das Telefon nicht. Müssen wir hier noch einmal durch? Ja, wir müssen hier noch einmal durch. Mein Fehler. Ah. Mann, bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Wax es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, kommt sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute okay. Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Okay. Was haben wir denn hier Hübsches? Eine schöne Wohnung haben wir hier. Wir können auch wieder umschalten, wie es scheint. Jetzt gucken wir uns erstmal hier kurz um. Wo willst du lang? Warum ist jetzt die Steuerung komplett verkehrt? Ja, jetzt hat sie sich wieder resettet. Gerade war die Richtung komplett vertauscht. Ui, was haben wir hier? Können wir uns anziehen? Obwohl, wir hätten eigentlich auch die Klamotten anlassen können, die wir gerade anhaben. Oder auch anziehen. Na, ich glaube, die anderen Klamotten wären auch nicht schlecht gewesen. Wir gucken noch mal kurz im Bad. Da. Jawohl, ja. Sieht gut aus. Ah, und ein Bonus. Die Dusche können wir jetzt nicht benutzen. Das auch nicht. Was haben wir hier hinten noch? Die Waschmaschine. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich wirklich tierisch freuen. Huch, was ist denn das da? So kalt war es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich hasse den Winter. Alles ist leise und bewegungslos. Als wäre alles tot. Hoffentlich dauert er nicht lang. Lasst uns überraschen. Und zwar in der nächsten Folge. Euer Firefox.